Hallo meine Freunde, hier ist Flying T-Rex HD und heute mache ich mein erstes Spiel mit meinem sexy, coolen und lustigen Team. Hier seht ihr meine Spieler. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Team aufgestellt habe, könnt ihr jetzt den Link in die Videobeschreibung folgen. Wir haben hier Jesus, Shitu, Funny, Sau und Boom und mehrere lustige Spieler. Hier ist unser erster Gegner, wie ihr sehen könnt. Ein richtig schönes Team. Und das Spiel war auch sehr schön, aber ich weiß nicht, was mit einer Capture Card passiert. Uns hat gar nichts aufgenommen, aber zum Glück haben wir das Playbacks gehabt. Und hier seht ihr das erste Tor von Dico in 29. Minute. Und dann kommt hier jetzt das zweite Tor in 38. Minute von Sau. Sehr schön gemacht. Ein richtig guter Spieler. Und hier wieder ein schönes Tor von Sau in 42. Minute. Der Typ hat richtig Pace, Mann. Und hier seht ihr mein erstes Gegentor. Richtig scheiße gemacht von meinem Torhüter. Was macht er da? Was denkt er sich, diese... Boah. Ja, hier kommt ein schöner Schuss von Sau wieder. Und dann kommt hier Salami. Ein sehr schönes Spiel und ein sehr schönes Tor gemacht. Danke, Salami. Hier kommt ein Elfmeter in 80. Minute von Sau gemacht. Sehr schön. Ja, und dann kommt hier wieder das nächste scheiße Gegentor. Richtig unnötig, aber... Hier kommt unser nächster Gegner. Ja, sehen wir, was für ein Team hat der. Ich hoffe nicht ein sehr gutes. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Oh my God. Oh my God. Was ist das für ein Team? Was denkt sich FIFA, dass dieser Typ mit so einem Team... Oh Mann. Mit Oscar. Ah. Schön nach vorne gespielt mit Dico, aber schade. Hier kommt Baby, ein schöner Pass zu Funny. Komm schon, Funny. Ah. Ein Freistoß, glaube ich, für mich. Was? Wie kann das sein? Oh Mann. Oh nein. Und... Oh. Oh, was ist das? Nee. Ah. Wie ihr sehen könnt, das Spiel hat sehr schön geleckt. Und hier seht ihr das erste Gegentor. Nein. Schöner Pass. Sau zu Dico. Komm schon. Schieß. Was war das für ein Gay-Shot? Oh, komm schon. Leute, bitte. Ja, Salami, das ist ein Tor. Schieß! Das war... Oh, oh mein Gott. Oh, endlich. Boom. Sau, schöner Pass zu Dico. Und... Oh, was machen die? Oh, Mann. Hier kommt die zweite Hälfte. Wie ihr sehen könnt, dass mein Team besser gespielt hat, aber das Glück ist in die Seite von den Gegner, glaube ich. Hier ein schönes Spiel von Dico und... Boah, Leute, das kann nicht wahr sein. Und... Ah, endlich. Ja. Bitte, danke Gott, danke. Ich darf das jetzt nicht... versauen. Deswegen lasse ich Sau das da machen. Ja. Komm schon, Sau. Komm schon. Versau es nicht. Und richtig in die Mitte rein. Und ja! Ja! Endlich! Komm schon, Leute, wir müssen mehrere Tore schießen. Und hier, was macht denn die? Ah, danke. Und wieder eine gefährliche Situation. Und, ja. Ah,
Richtig scheiße. Ja, wie ihr sehen könnt, die Glück war nicht in unserer Seite bei dem zweiten Spiel. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Und ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Und wenn ihr ein paar lustige Spieler kennt, bitte post das in die Kommentare unten. Ich hoffe, ich sehe euch nächstes Mal. Und Peace! Ecke abschießen. Sehr wichtig ist, vor dem Schuss zu versuchen, die Laufrichtung genau nach dem langen Pfosten auszurichten. Das erhöht die Erfolgschancen. Ich persönlich benutze immer einen kraftvollen Schuss. Wenn ihr aber besser mit einem Finesse-Schuss zurechtkommt, könnt ihr dies natürlich auch verwenden. Ergänzend sollte ich noch sagen, dass solch eine Situation natürlich auch auf den kurzen Pfosten abschließen können. Dann muss der Schuss aber sehr kraftvoll sein. So Freunde, das waren zwei typische Situationen vor dem Tor. Weiter geht es mit den Finesse-Schüssen bezogen auf Fernschüsse. Hier gibt es zwei verschiedene Spots, von denen aus ein Finesse-Schuss sehr effektiv ist. Dieser liegt ca. am 16er Eck 20 bis 25 Meter vor dem Tor. Hier sollt ihr den Ball immer in die lange Ecke zirkeln. Am besten von links kommen mit einem rechten Fuß in die rechte Ecke zirkeln. Und wenn ihr von rechts kommt, mit einem linken Fuß in die linke Ecke zirkeln.